diese T-Shirts an. Ich war mir ganz sicher, dass hier vorne definitiv lauter Feiermädchen sitzen. Ja, nein, vielleicht? Natürlich. Erzählt mal, ihr könnt es ja umschreiben. Ihr wart oder fahrt? Wir waren. Warum? Ja, zum Feiern. Gab es einen Grund dafür oder einfach nur, um das Leben zu feiern? Um das Leben zu feiern. Im Juni sind wir hingeflogen und dann drei Tage später wieder zurück. Und der Gesundheitszustand war so mittel. Das heißt, die Absicht ist wirklich so, wir lassen es krachen. Schläft man in der Zeit auch mal oder gar nicht? Wow. Eigentlich muss man dahin, finde ich. Ich habe noch drei Zahlen mehr für Sie. Und zwar, ich hatte ja schon gerade gesagt, was die Maske kostet und die Limo. Ein Liter Wasser kostet 8,27 Euro. Das günstigste Händel, aber ich glaube, es ist ein ganzes, nicht nur ein halbes, 10,50 Euro, finde ich im Vergleich zu den Getränken recht günstig. Und auch das Paar Weißwürstel, 6,20 Euro. Okay, ist teuer, aber im Verhältnis zur Limo, nun ja, geht ganz gut. Okay, das Oktoberfest ist also einfach rekordverdächtig in vielerlei Hinsicht. Oder wie wir hier sehr cool, wir Hipsters vom Fernsehgarten sagen, das Oktoberfest ist Hammer. Dieser Meinung sind jetzt auch die jungen Zillertaler. Wollten Sie schon immer mal wissen, wie viel Liter Bier auf der Wiesn getrunken wird und wie viele Besucher erwartet werden? Hier. Macht ihr alleine beide mit. Wir gehen auf die Wiesn. So. Das wär's, gell? Ja. Was Armin auch interessiert, das weiß ich. Gleich bei mir zu Gast, Sophia Wenzel. Und Sophia Wenzel ist Biersommelier. Mhm. Also eine Frau, die sich richtig gut auskennt in Sachen Bier. Dazu gleich mehr. Zuvor der Song Alle. Rezepte übrigens eingeblendet, haben Sie gesehen. Alles nachmachen ist wirklich toll. Und jetzt der Song, der perfekt zum Thema mit dem Mund Bierkrüge ansaugen und dann übereinander stapeln. Insgesamt 12 Krüge sollen übereinander gestapelt werden. Ich bin gespannt, unbedingt dranbleiben. Und jetzt wieder Musik. Ich muss ausholen als Berlinerin, ihr lacht euch gleich kaputt über meine umständliche Erklärung. Also, der eine oder der andere mag das kennen. Man kommt von einer Party, vom Fest, zum Beispiel vom Oktoberfest nach Hause und hat ein winzig klitzekleines Bierchen zu viel getrunken oder nur nachts. Wir haben in dem wunderschönen Ravensburg eine Crêperie. Und da musste jetzt 2 Tage lang unsere Heike und meine Schwiegermutter als fesche Oktoberfestreiterin. Ganz süß, klar. Bequeme Schuhe an, sehr gut. Einfach um die Wette reiten, Mädels. Das ist so gell? Süß. Ihr wisst, warte, die Kamera zeigt's nicht. Das ist so, nicht ladylike, so. Sagt ihr, wenn ihr sitzt? Der Hansi Hinterseher, Sie. Begeistert sein. Der Titel heißt Made in Bavaria, Florian Fesel. Aber zuvor, sie ist ganz, ganz süß. Fliegt nicht zu hoch. Herzlich willkommen meiner lieben Antonia aus Tirol. Gartensaison 2017. Tschüss aus, vorbei. Der Sommer ist vorbei, 2017. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, liebe Fernsehzuschauerinnen und liebe Fernsehzuschauer, für Ihre Treue, dafür, dass Sie uns gucken, dass Sie unsere Fans sind. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Publikum hier auf dem Lerchenberg. Ein besseres Publikum kann man sich gar nicht wünschen und wünsche mir sehr dreimal Holz mit meinem ganzen Team zusammen, dass wir uns nächstes Jahr unbedingt wiedersehen im Fernsehgarten in der Saison 2018. Wenn Sie wollen, sehen wir uns am kommenden Sonntag pünktlich 12 Uhr. Erste Ausgabe der Dreiländershow Bregenz, Bodensee. Andrea Berg wird mit dabei sein, die Kelly Family und viele andere mehr. Tschüss, bis dann. Auf Wiedersehen mit Sierra Madre. Jeder hat seinen Schlüssel. Jeder spekuliert und hofft, dass der Hyundai mit 33.000 Euro an einen geht. Aber es kann am Ende nur einen geben. Nur ein Schlüssel passt. Welcher das sein wird, das erfahren wir gleich zuvor. Darf hier getanzt, gefeiert, gehüpft, geklatscht und geküsst werden. Hier sind die Höhner! Toller Mensch, ein entzückender, na Junge trifft es nicht ganz, aber er hat so was Junghaftes und er ist vor allem ein ganz, ganz toller Künstler. Sein musikalisches Rezept, Sie hören es. Er betritt gerade die Bühne, lautet gerade, aber bitte mit Schlager. Und davon gibt es jetzt gleich 3. Ein Student aus Uppsala, tanze Samba mit mir und los geht's mit Michaela. Der Mann, der die erste Runde gewann, den Schlüssel aussuchte und jetzt nur noch singen muss, hier ist Ross Anthony. Schlager liebt, auch wenn er es geschickt verbergen kann.
Egal, was er jetzt gleich sagt, er will nur spielen. Er ist zusammen mit der großartigen Mary Rose auf Comedy-Tour und er kann jeden Schlager mitsingen, mittanzen. Bei ihm ist es ein Tanz. Ausdruckstanz. Lass mein Knie, Joe. Wolfgang Trepper. Ja. Dass ich das noch erleben darf, dass Kiwi mit einer Einkaufstour